Yo Leute, herzlich willkommen bei Einjib mit Kasimir, 1441. Ey, wa! An meinen ersten Joint, ja yeah, man, for sure. Im Park, so standardmäßig, mit vielen Jungs, da war ich noch relativ jung und hat auf jeden Fall geklatscht wie sonst was. Ich war auch nach dem ersten Joint direkt süchtig, so. Wenn Leute sagen, Gras macht nicht abhängig, die lügen. Die lügen euch an. War schon geplant auf jeden Fall. Man hat sich so mit 3, 4 Jungs getroffen und dann hat einer was organisiert so. Und dann haben wir uns im Pavillon bei uns in Steglitz, so die Kenner, die kennen, in Lichterfelde, haben wir uns da getroffen und dann den ersten Joint geraucht. Ich weiß noch, danach waren wir Döner essen. Ein paar sind klargekommen, andere gar nicht. Auf jeden Fall der beste Döner, den ich mein Leben gegessen habe, glaube ich. Erste Döner auf Fitness, ja man. 12, 13 so. 7. Klasse, wie alt ist man? 7. Klasse? Ja, 7., 8. Klasse, 13 so. Ja, war mit älteren Leuten. Genau, der Bruder von einem Kollegen von mir hat es geklärt, der war schon 18, der hat dann auch mitgebufft. So, für ihn war natürlich Vorteil, die ganzen Jugendlichen haben Geld geschmissen, er durfte rauchen. Und dann, genau, kann ich mich noch gut daran erinnern, auf jeden Fall. Routine gehabt nicht, nee, am Anfang hat man sich noch gesagt, so, ey, man raucht nicht unter Schulzeit und so, aber das Muster wurde dann auch relativ schnell verworfen, so. Und dann ging das relativ zügig, dass man auch mal in der Pause geraucht hat oder so, was ich natürlich keinem empfehle und was natürlich auch keine Ermutigung sein soll, das zu machen. Ne? Aber ging dann relativ schnell, dass man da drin war in diesem Rhythmus und dann immer geraucht hat. Ja. Nein, bei mir war eher Cannabis vor Alkohol. Alkohol kam dann danach so mit 15, 16. Ich war immer der, der geraucht hat, wenn alle anderen ihre ersten Trinkerfahrungen gemacht haben. So. Genau. Boah, tatsächlich, ja, wurde ich mal. Aber ich habe mich da irgendwie rausreden können. Ich weiß noch, wie ich dann da im Sekretariat stand und so. Aber es ist nichts bei rumgekommen. Also gesehen, wie die jetzt geraucht haben und mich mit Joint erwischt jetzt direkt, nein, sondern eher nach dem Rauchen. Oder wenn man auf Schulbank dann fast eingepennt ist manchmal dann so, aber nie wirklich erwischt, nein. Yo, erstmal Shoutout Roy Cream Seeds auch, ne? Dankeschön für die Samen, für die Longpapes, für die Grinder, die ihr zur Verfügung gestellt habt, Killer. Yes, sir. Gar nicht. Ich mag keine Bong rauchen. Ich bin Fan von klassischen Joints und Joint rauchen mit den Homies. Dann sich im Park setzen, ein bisschen Sonne genießen oder im Studio dann viben. Das war eher mehr mein Film immer. Oh, ich habe früher auch viel Deutschrap gehört, als ich dann so jung war, so 13. 14 so, da habe ich noch viel Deutschrap gehört und dann mit 15 war mein Umschwung und da kam nur noch Ami-Rap, so. Ich war dann eine Zeit lang auf Grime, so, als ich noch jünger war, so auf diese UK-Grime. Skepta viel und so. Aber dann kam direkt Kodak und dann war ich gefangen, so, weißt du, in meiner Florida-Wave. So. Ja, da bin ich noch heute drin, genau, und das ist auch so einzige Musik, die ich mir so gebe. Wenn ich rauche, wenn ich chille, you know. Er ist halt mehr so, ich folge zum Beispiel auch so, ich weiß nicht, ob die was sagen, Cy Jim, dann natürlich Wiz Heaven, so weißt du, diese ganze neue Wave aus Florida, diese Motion Rap, was gerade so abgeht. Auch früh war ich schon so auf Hotboy und auf diesen ganzen Sachen. Das hat mich auch musikalisch auf jeden Fall sehr beeinflusst, dass ich dann von dieser Schreistimme und so, die ich damals eigentlich nicht mal von irgendwo hatte, so weißt du, und auch nicht von 6ix9ine oder so, bin ich dann auch mehr auf diese melancholischen Sachen umgestiegen und so, was man ja dann vielleicht auch in Aya und so gehört hat. Das kam dann dadurch, dass ich so Hotboy und so früh gehört habe. Viel dann Tusi habe ich mir viel gegeben, Sled Z, Taliban Duda und so. So ein bisschen melancholischer Rap. Boah, keine Ahnung, so ich glaube, das war so mit 13 schon, dass ich im Park dann, man hat 187 gehört oder so und dann, ach, das kann ich auch und so. Früher auch, dann Anfangszeiten, Luciano auch gehört, so. Dillo natürlich auch schon, die Jungs im Park und so. Und dann war so, ey, Bro, das kann ich auch, glaube ich, weißt du. Und dann relativ schnell, ich alte Kontakte dann auch ins Studio gefunden. So ging das dann los, so mit 13, 14. Aber ich glaube, der Einfluss und so war schon deutschsprachige Musik dann, dass man sich gedacht hat, ey, da will ich auch mal hin. Boah, tatsächlich, ja, aber mir liegt der so auf der Zunge, weißt du. Das war so, keine Ahnung, Deutschrap, Kettensägen, irgendwie sowas, keine Ahnung, ey. Ich hatte damals aber auch 2 Soundcloud-Tracks, so als ich 16, 17 war. Die hatte ich damals mit Jan hochgeladen.
Und die ging gut ab, so. Das waren so meine ersten. Die Szene voll Nattern und der andere hieß Schulen, wie von Naruto. Schulenauswahlprüfung mäßig so. Ja, Mann, das war eine geile Zeit auch, diese Anfangs-Rap-Zeiten und so. Und da ging es halt noch wirklich um gar nichts. Ne? Da war so einfach Mucke machen und einfach so, was das Herz sagt und so. Und das ist halt das, was ich jetzt momentan auch wieder mehr so diesen Schritt gehe. Genau. Was heißt anstrengender? Anstrengender nicht unbedingt. Jetzt kenne ich halt ein paar Leute auf der Straße, ne, und so, die dann halt hin und wieder kommen, Fotos machen und so. Aber mit denen bin ich allen cool, so, ich feiere das auch sehr und so. Aber was anstrengender geworden ist, ist auch so, man nimmt die Sache jetzt viel ernster. Man weiß, es geht um was. Und damals war das so mehr, ja, man hat einfach gemacht, ne, und es war so Dings. Und mittlerweile habe ich aber jetzt auch bei mir wieder gemerkt, wie ich einfach meinen Weg gehe und wie ich einfach so gerade durchziehe und jetzt wieder nur das mache, worauf ich Bock habe. Und ich glaube, das werden die Leute auch in der Musik sehen, die jetzt in Zukunft kommen wird. Die Leute, die wollen immer, dass der alte Kasi zurückkommt. Das ist das, was ich auch immer lese, weißt du, dass die schreiben, ey, wir wollen den alten Kasi, wir wollen den Schrei-Kasi, den aggressiven Kasi. Ich bin ja aber immer noch der Alte, weißt du. Ich hänge immer noch mit den gleichen Leuten, bin immer noch mit in der gleichen, in den gleichen Kreisen unterwegs, nur halt meine Stimme und so. Ich bin ein bisschen von diesem Schreien weggegangen und so. Das wird jetzt in Zukunft auch wieder mehr kommen. Aber ich habe mich ein bisschen so jetzt vor allem in den letzten Monaten darauf fokussiert, den Leuten wieder das zu bringen, was die wieder wollen. So, weißt du, jetzt nicht vielleicht unbedingt mit diesem Aggressiven und Schreien, aber es ist wieder so sehr das, was die Leute von mir hören wollen und wie die mich, glaube ich, auch sehen wollen. Genau, ich bin momentan an meinem Album dran. Kamikaze heißt es. Genau, und es steht auch jetzt eigentlich alles soweit. Es müssen nur noch Videos gedreht werden, also die Visions müssen noch so gemacht werden. Und dann geht das Shit auch bald los, ja man. Es wird wild auf jeden Fall, verrückt. Okay. Ich habe auf jeden Fall Bock auch mit Florida-Künstlern in Zukunft zu arbeiten. Ich habe auch schon mit ein, zwei Producern aus Florida gearbeitet und ein, zwei Künstlern. Also ich halte es noch ein bisschen undercover. Aber vielleicht will nicht dieses Album jetzt unbedingt was kommen, aber man ist zuversichtlich, jetzt bald auch was mit amerikanischen Künstlern zu droppen. Say. Fuck, ich war mit Tawaka, ich hab eine Flammsicherung. Ja, Mann. Ja, ich weiß nicht, ich kann mich damit irgendwie nicht anfreunden. Ich rauche schon immer Zigaretten. Und dadurch, dass ich schon immer Zigaretten rauche, brauche ich auch irgendwie diesen kleinen Tabakkick. Und ich habe ja schon für meine Verhältnisse jetzt, also für meine jungen Jahre, ich bin ja erst 22, so, schon sehr viel geraucht und mit der Zeit hat sich das für mich einfach so rauskristallisiert, dass ich gerne mit Tabak rauche. Ja, ich sag's dir ehrlich. Ich rauche auch kaum Joints, die pur sind. So, wenn ich meine Homies rauche und die pur Joints rauchen, dann sage ich einfach, ich rauche nicht. So, genau. Ich habe in Paris gearbeitet. Ich war da mit S-Boy, Shoutout The Hashclick. Ich habe da auch ein Video gedreht und so. Das wird man dann auch auf meinem neuen Album auf jeden Fall sehen, das Video. Also wird auf jeden Fall eine Single-Auskopplung. Und war da am Worken, dann war ich in Thailand jetzt neulich, habe ein bisschen geworkt, Videos gedreht. Jetzt fliege ich nach Brasilien, Ende des Monats wahrscheinlich, ja man. Ja, meistens schon. Meistens wird dann vor Ort geplagt, wie du sagst, man schickt was hin oder so, geht ja auch. Ist alles heutzutage irgendwie einfacher als früher, denke ich, oder? Oder alles im Rahmen des Möglichen, wenn man wirklich rauchen will, dann kann man, glaube ich, überall rauchen. Ja, und vor allem gerade in Brasilien und jetzt Thailand ist ja auch weed legal, ne? Ja, man sucht sich schon ein bisschen sowas aus. Aber selbst wenn es mal kein Gras gibt, so sollte man nicht so Apfel schieben. Da braucht man mal zwei, drei Tage nicht. Boah, könnte schon ein Problem darstellen, auf jeden Fall. Okay. Was ich so festgestellt habe, ich war ja auch in Holland, in Basel. Ich war jetzt nur in Cali noch nicht so, aber Jamaika auch, aber ja, ist schon krass, also wie die sich Mühe geben, die hängen sich richtig ins Zeug, die haben den ganzen neuen Strain Star, voll viel Cali Import, krasse Tigros und so, ist schon heftiger als Amsterdam und Basel, also meiner Meinung nach. Ist auch viel mehr, ne, viel mehr Coffeeshops, ist fast jede Ecke ist Coffeeshop. Ich glaube, die haben weniger Laufkundschaft und so, gerade dadurch, dass es so viele Coffeeshops gibt, deswegen kostet so ein Gramm ungefähr, weiß nicht, 800 Baht, 22 Euro, aber wenn du den richtigen Kontakt hast und wenn du dich mit jemandem cool stellst da und dann direkt, weißt du, 28 Gramm holst, so eine Unze,
dann geben die dir meistens einen Gramm für 10er oder für 8 Euro, 9 Euro. Genau, das geht schon relativ klar. Also das ist schon ganz korrekt. Ja, des Häufigeren. Polizei hat mein Hotelzimmer gestürmt, dann haben die, weiß nicht, 50 Dinger gefunden. Dafür habe ich nie einen Brief bekommen. Keinen Brief bekommen. Dann in Hannover mal mit, weiß ich nicht, paar Gramm, 10 Gramm oder so, Pfefferspray nur erwischt. Da hast du einen Brief bekommen, da musste ich, weiß nicht, 600 Euro oder so zahlen. Oder irgendeine Geldstrafe, ich weiß gar nicht mehr genau. Und sonst in Berlin halt paar Mal, ne, dass man erwischt wurde mit paar Gramm, aber das wurde dann fallen lassen. Ja, das war eine ganz lustige Geschichte. Wir wollten abends uns noch was zu trinken holen unten am Automaten. Und dann ist was stecken geblieben im Automaten und wir haben gerüttelt. Und gerüttelt und gerüttelt und oben ist die Leiste rausgebrochen von dem Automaten, wo der drinnen stand. Das haben wir aber nicht gecheckt, so. Dann hoch in unser Hotel und am nächsten Morgen kauft Polizei, ich weiß noch, pam. Kumpel macht die Tür auf, so steht der Unterhose da, versteht nicht, was los ist. Zwei sagt, ja, dies, das. Der will Tür zu machen, das Gras wegstellen. Wohne macht den Fuß in die Tür, Dings sagt, na, wir haben das schon gesehen. Kannst du gleich abgeben. Dings hat er dann Ding gegeben. Ärmel und am Ende kam raus, dass der Typ über die Überwachungskamera gesehen hat, wie wir an diesem Automaten gerüttelt haben. Und der dachte halt, wir sind gewaltbereit oder so. Und dass er dann uns darauf nicht so ansprechen kann. Und der hat dann halt direkt die Polizei gefunden. Dass der Brief nicht gekommen ist, Glück im Unglück, aber hätte nicht sein müssen, die ganze Aktion. Ja, ich rufe dich gleich an, ja? Ich bin im Interview. Ciao. Nee, ich habe schon meine Komplettausfälle. Aber ja, ich habe in letzter Zeit einfach viel konsumiert und so. Und es ist ja auch oftmals, was ich irgendwie sehr drogenbeherrlichend. Das soll jetzt auch an erster Stelle mal so ein Disclaimer sein, das ist nicht unbedingt gut, ne, und so. Aber, ja, es wurde schon sehr viel konsumiert und sehr intensiv und dann deswegen einfach die Leine. Aber konsumbeständig, ich würde schon sagen, ja, also, ja. Yeah. Ich habe tatsächlich Codein schon probiert, so, da war ich relativ jung noch. Da wusste ich schon gar nicht, dass es so im Hype, so weißt du, da war ich noch 13 oder 14, da wusste ich gar nicht, dass es so damals schon in Amerika so abgeht und so. Aber ich denke, dass die Sachen von drüben Einfluss auf jeden Fall haben auf solche Sachen. Und vielleicht auch bei mir hatten, ja. Kann ich mir schon vorstellen, 100%. Ich weiß nicht genau, weißt du, wie man das dann so von, ist wahrscheinlich auch von Person zu Person unterschiedlich. Aber, ich denke, bei mir hatten diese ganzen Rap-Sachen und so und gerade auch die Verherrlichung von Dream schon einen Einfluss darauf. Ich war aber zum Beispiel nie auf Pillen oder so krass. Nie. So, weißt du, so Zans oder sowas gar nicht meins. Ich war ein Giant, dann alles gut. Ich bin, oder ein Glas Wasser einfach mit Kohlensäure. So. Und am besten gar nicht so, aber wenn dann einfach mal einen rauchen und so gechillt und nicht immer direkt das eigene und dann den nächsten. Ich weiß, es ist hart und so, aber das könnte ich so mitgeben. Aber am Ende des Tages sollte das jeder für sich selber entscheiden. Ist ja alles auch irgendwie so, ne? Eine Droge und so, sollte man auch so sehen. Kann natürlich aber auch bewusstseinserweiternd sein und vielen bei kreativen Projekten helfen. Und so mir zum Beispiel, ich hatte vor Gras, denke ich, noch nie so, dass ich so Hänger wurde jetzt. Oder ich habe alles durchgezogen, auch zu meinen Studio-Sessions, meine Videodrehs, also Shows, die ich hatte und so. Für mich, glaube ich, hatte das jetzt nicht so einen sonderlich negativen Einfluss, aber die Leute sollten auf jeden Fall das auch nicht verharmlosen. Weißt du, weil ich habe auch viele Kumpels und so, die psychisch und so irgendwann einfach nicht mehr klargekommen sind. Deswegen sollte man da langsam rangehen. Boah, Koks. Koks ist schon die ekligste Droge von denen allen, glaube ich, ja. Ich schreibe eigentlich seit ein paar Monaten gar nicht mehr. Also ich mache nur noch so Line-für-Line-Freestyles. Aber wenn ich dann schreibe, dann schreibe ich auch nicht. Also das hat für mich jetzt keinen Einfluss. Wenn man dann natürlich auf Modus ist und so, auf Session, dann geht natürlich manchmal alles noch schneller und kommt zu Dings, aber es ist dann oftmals auch mehr Nonsense dabei als wirklich als gute Sachen. Es ist halt dann mehr Freiheit, ne? Es ist dann mehr die Spaß, die man im Studio hat und so. Wenn man dann dieser Kreativität so den völligen Freilauf lässt, sag ich mal. Wenn ich aber jetzt mich hinsetze und einen richtigen Text schreibe und so, dann mache ich das am liebsten nüchtern, damit ich auch den Fokus komplett auf den Sachen habe. Meistens höre ich Beat und dann habe ich direkt, weiß ich nicht, Hookline oder so im Kopf und darauf aufbauend stelle ich mich dann ans Mic und mache Line für Line.
Hook hat man dann ja meistens direkt, ne? Sind ja die ersten 8 oder kann man ja auch anders machen, erst Part, dann Hook. Dann geht man die Hook, muss sich nur 2 Parts widmen dann, ne? Deswegen ist schon entspannteres Arbeiten, auch wenn man es allein macht. Zumal man ja die Sachen, die man eigentlich aufschreiben würde, direkt ins Mikro macht. So, weißt du, hast du dir eigentlich nur Zeit gespart. Aber wenn man halt wirklich was Produktives und was so sehr Sinnvolles machen will, gerade für mich, dann setze ich mich auch nicht dann hin und schreibe den ganzen Text. So. Safe. Auf jeden Fall. Viele legendäre Sessions. Oh, bestimmt viele Sessions mit Chapo. So. Die waren schon sehr legendär, auf jeden Fall. Das waren schon sehr wilde Sessions. Die alten Sessions, auch, die ich damals hatte, Kleistberg noch. Oh, so geil, als ich ganz angefangen habe mit Kalle und so, als er mich so ein bisschen da in diese Studio introduced hat. War auch geile Zeit so. Ja, Mann. Und so viele, über die man gar nicht reden will, weil die so schön waren. Weißt du, man muss diese Erinnerungen einfach behalten. Ich brauche nur ein Mikro und einen Laptop und ich brauche auch nicht groß Schnickschnack und so. Ich habe auch schon Songs ohne Kopfhörer aufgenommen und so. Und die sogar sind rausgekommen. Weißt du? Deswegen ist so, Bro. Für mich ist da, ich brauche nur Mic, ich brauche gute Vibes. Ich brauche Leute, die cool drauf sind, gute Energien haben. Und dann, genau. Boah, ja, Mann. Serien sind wichtig, vor allem so auf Fitness und so, wenn man dann chillt. Serien sind sehr wichtig, Filme sind sehr wichtig. Ich habe mir viele gute Filme reingezogen, so. Ich habe mir The Last of Us reingezogen, so Dings, weißt du, so auch wenn man das Game früher gezockt hat und so mit den Homies. Was habe ich mir dann neu jetzt reingezogen? Ich habe Manifest mir angeguckt. Sie hält sich nicht an mir, sondern an meinem Manifest. Dings, das habe ich mir reingezogen. Was habe ich noch geguckt? Blacklist natürlich, nur Raymond Reddington. Ist wichtig auch. ja, so Sachen. Viele Filme, weißt du. Ben Stiller-Sachen, so ein paar lustige Sachen. Denkst, Hangover-Serie wieder komplett gegeben, so. Nein, ja. Nie Führerschein gemacht. Früher mal hin und wieder gefahren, aber nie Führerschein gemacht. Und jetzt auch erstmal nicht vorzumachen. Wenn ich irgendwann mir sage, hey, ich rauche nicht mehr, weißt du, und wenn ich vielleicht auch Familie habe und so, dann werde ich auf jeden Fall direkt einen machen. Aber momentan würde, habe ich eh viele Homies mit Autos und so. Bringt mir nicht unbedingt viel Führerschein. Meine Mom sagt immer, rauch doch mal einfach eine Zigarette. Ich sage, Mama, Zigaretten sind nicht unbedingt besser. Sie sagt, ja, ich weiß und so, aber sie hält es halt auch nicht für gut. Ne? Sie sieht aber, dass ich mein Shit mache, mein Shit auf die Reihe bekomme irgendwie. Und ich bin ja auch so jetzt mehr oder weniger so auf meinen eigenen Beinen. Deswegen sagt sie da jetzt nicht mehr so viel. Ich versuche natürlich aber auch nicht unbedingt in ihrer Gegenwart zu rauchen oder so. Ich sage Mama immer, Mama, das ist nichts für Leute über 40. So. Mama, das ist nichts für Leute über 40, sage ich ihr immer. Und sie hat da auch so relativ Toleranz. Manchmal wische ich sie so, wie sie dann heimlich doch guckt. Aber ist ja, ich bin ja ihr Sohn, ne? Wäre ja traurig, wenn nicht. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe neulich mir diese Edibles gegeben. Die gerade in ganz Berlin rumgehen. Das Gummibärchen, Bro. Shit, Feuer, Digga, was ist das, Bro? Das ist hart, Alter, ich schwör's dir. Boah, da dachte ich mir, Digga, ich bin gerade zu high. Ich hab mich direkt ins Bett gelegt. Alle meine Homies waren am Zocken auf Couch, FIFA. Jungs, ich kann nicht mehr. Schlafen gegangen, offiziell. Caught him lacking, Bro. Ein Homie damals, das ist eine krasse Story, Bro. Der ist einfach, die haben den Krankenhaus geschickt. Der hat 7 Brownies gegessen. Und der hat keine Erfahrung mit Weed, nix. So, 7 Brownies gegessen, Bro. Nächsten Morgen, mein Kumpel kriegt Anruf von seinem Vater. Voll schreit, ja, mein Sohn liegt im Krankenhaus und so. Ja, der hat dann irgendwie 2 Tage da gepennt. Und ist dann wieder klargekommen. Nach einer Woche war er wieder in der Schule. Ich schwör's dir, crazy. Counter-Strike? Ja, bald seht ihr mich auch. Dann mach ich auch meinen Livestream, meinen kleinen Twitch-Stream und so. Dann kann man ein paar MMs zocken. Ja, man, ich zock gerne. Ich bin gerne mit meinen Jungs am Zocken und so. Das ist so eine kleine Leidenschaft von mir. Sonst Fußball, Handball, Basketball. Nein. Ich habe eigentlich nur einen Scherz gemacht. Ja. Ich bin bald Sportarten eigentlich raus. Ja. Ich bin jetzt nicht so, dass ich mir da alles reinziehe. So zu viel auf Social Media hänge eigentlich gar nicht. Ja. Weil ich bin auch dafür bekannt, so bei meinen Homies und so, dass ich nie erreichbar bin.
So wirklich nie. Ich weiß nicht, ob das was ist, wofür man bekannt sein will, aber ja, doch, eigentlich schon. Ich mache mein Handy nicht aus. Mein Handy ist einfach aus. Akku leer. Akku tot. Und ich bin einer, ich kümmere mich dann auch nicht darum. Ne? Dann ist halt, nee, Bruder, sorry, so mein Handy ist aus. Aber ich komme nicht unbedingt auf die Idee zu sagen, ey, kannst du mein Handy laden? Ja, ich, nein, ich habe keine Fans. Ich habe nur Supporter. So. Ich glaube, keiner wird gerne ein Fan genannt. So. Shoutout an alle, die mich unterstützen. Ich küsse eure Herzen. Ich hoffe, ihr hattet eine unterhaltsame Folge. Ne? Ein Jib mit Kasimir. Shoutout Royal Queen Seeds. Und so, wir sind am Start. Shoutout 16 Mars. Ich mache heute im Studio noch 32. Ewa. Und ja, Mann, ich wünsche euch ein geiles Wochenende. Eine Restwoche, was auch immer, wann es rauskommt. Ich weiß nicht. Shoutout BK. Abonniert BK YouTube-Kanal. Dann seid ihr auf dem neuesten Stand. Und dann wisst ihr, wenn Sachen droppen. Seid ready. Yes, sir.